Okay, wunderbar. Dann herzlich willkommen an unseren letzten Gast. Robert Wilde ist Regisseur und Radiomoderator, hat unter anderem die großartige Sendung Mein neuer Freund mit Christian Ulmen. Ulmen heißt er richtig, mit Christian Ulmen gemacht und den Kinofilm Jonas mit ihm zusammen und ist heute hier, um über das Thema Gewerkschaft 4.0 zu sprechen. Roboterrechte brauchen vielleicht künstliche Intelligenzen bald auch eine Gewerkschaft. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es ein Kunstprojekt ist oder ein politisches Projekt, aber vielleicht bin ich im Anschluss schlauer. Auf jeden Fall schön, dass du da bist, Robert. Ja, herzlich willkommen. Dankeschön. Ich gebe das kurz mal dem Andreas. So, also erstmal habe ich jetzt noch mehr Angst als vorher nach dem Beitrag von Elektra, die ganz genau Bescheid weiß. Das meine ich auch ganz ernst. Ich fand das auch super und mein Beitrag lässt sich wahrscheinlich, oder mein Vortrag lässt sich wahrscheinlich noch mehr zerpflücken als der von der Vorrednerin. Seid mir nicht böse, wenn ich das ablese. Ich mache das auch noch nicht so oft, deswegen bemühe ich mich jetzt, zumindest den ein oder anderen Gedanken zu äußern, der vielleicht auch für euch interessant ist. Und nee, das ist kein Kunstprojekt, das ist tatsächlich erstmal ernst gemeint, auch wenn die Kunst da auch eine Rolle spielen darf. In meinem Umfeld gibt es gerade aktuell immer mehr Stimmen, die sagen, dass das Zeitalter der Frau begonnen hat, tatsächlich. Also eine der prominentesten Stimmen ist mein Bioladenverkäufer und eine Freundin von mir, die gerade in Indien ist. Die sagen, das ist tatsächlich so, dass die Herrschaft... Was? Ja? Ah, okay, sehr gut. Dass das Zeitalter der Männer endet und das Zeitalter der Frau beginnt. Ich glaube tatsächlich, das ist vielleicht eine steile These, aber dass der grassierende und immer stärker werdende Terrorismus, der in der Welt stattfindet, tatsächlich ein Aufbäumen ist der Männer, die das zwar nicht wissen, aber spüren, dass das so ist. Ich sage das deswegen, weil das drei sozusagen Themen sind, die ganz gut zu meinem Thema passen. A, weil es interessant ist, finde ich, darüber nachzudenken, ob das stimmt. B, weil niemand mit Sicherheit sagen kann, ob das auch wirklich passiert. Und C, weil das wahrscheinlich vor allem Jahrzehnte dauern wird, dieser Transformationsprozess. Und das gilt auch, wie ich finde, für künstliche Intelligenz. Und künstliche Intelligenz ist so ein Thema, wo so ganz viel Unsinn geredet wird. Ich kenne mich damit auch nicht aus, das ist tatsächlich zurzeit wirklich in aller Munde und zwar anders als bei früheren Hypes. Wirklich alle großen Tech-Firmen, vor allem in den USA, die investieren Milliarden darin, künstliche Intelligenz auch umzusetzen. Und ganz spannend, vor ein paar Wochen hat Elon Musk, der ja auch ein großer Kritiker ist und sich geäußert hat, OpenAI gegründet. Das soll eine Non-Profit-Organisation sein, wird aber auch von der Industrie unterstützt. Amazon investiert da Geld. 1 Milliarde wollen die ausgeben, dafür OpenAI oder Artificial Intelligence in der Öffentlichkeit zu besprechen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch sehr stark von der Industrie unterstützt. Und warum erzähle ich das? Vor ein paar Jahren tatsächlich habe ich beim Computerspiel mir gedacht, was ist oder was wäre, wenn diese Computerspielfigur, mit der ich da spiele, wenn die eigene Rechte hätte. Ich bin Regisseur und ich beschäftige mich ganz gern mit Kunstfiguren, vor allem im realen Raum. Und für mich sind diese Figuren tatsächlich echt. Also ich betrachte, das sage ich euch nicht deswegen, weil ich mich so wichtig nehme, sondern weil ich euch erzählen will, woher das kommt alles. Ich betrachte diese Figuren, die jetzt in dem Fall von Christian Ulmen gespielt werden, tatsächlich als Persönlichkeiten, als eine Art von Persönlichkeiten. Und nicht nur das, auch die Filme, die ich da herstelle, betrachte ich als tatsächlich eigene Persönlichkeiten. Und Kritik an denen, die trifft nicht nur mich, sondern auch die Filme. Wenn ich die verteidige, dann verteidige ich die Filme. Ich finde, die Filme haben ein Recht zu existieren und gesehen zu werden. Und aus den Gedanken kommen diese Gedanken, die ich dazu habe. Und das habe ich ganz lange Zeit liegen lassen, das Thema. Und dann bin ich vor einem Jahr mit dem Nachtzug von Wien nach Berlin gefahren. Und da kam so ein Bodybuilder in mein Abteil. Und ich habe gedacht, okay, gute Nacht. Aber dann hat er zu erzählen begonnen. Und der hat dann gesprochen davon, dass er sich einen Mähroboter anschaffen will. Dazu muss er aber vorher seinen Garten erst robotergerecht gestalten. So. Und jetzt kann man das wohlwollend so sehen, dass der ein Bedürfnis einer Maschine formuliert hat in dem Moment. Wahrscheinlich ohne es zu wissen. Und da
habe ich mich daran erinnert, dass ich damals über die Computerspielfigur nachgedacht habe. Und gleichzeitig ist tatsächlich dieser neue Hype um künstliche Intelligenz aufgetaucht, überall. Und ich glaube nicht, dass das meinem verengten Fokus geschuldet war, im Sinne von, ich interessiere mich für das Thema und überall entdecke ich das dann, sondern es ist tatsächlich so, Apple Siri, Google DeepMind, selbstfahrende Autos, Stephen Hawking, der tatsächlich warnt vor künstlichen Intelligenzen, Elon Musk, der gewarnt hat davor, eine Konferenz, wo sich wirklich 1000 Wissenschaftler einen offenen Brief geschrieben haben gegen autonome Waffensysteme. Und solche Hypes in der KI gab es schon öfter. Man hat sich davon erhofft, dass die Menschheit genesen wird oder im Gegenteil davon gesprochen, dass die Menschheit untergehen wird. Mein Ansatz ist tatsächlich ein positiver und ich glaube, KI ist tatsächlich in eine neue Phase eingetreten und auf eine Art erwachsen geworden, auch wenn sie immer noch in den Anfängen ist. Und der Unterschied, der tatsächlich entscheidende Unterschied ist, dass sie tatsächlich angekommen ist in unserem Alltag. Also wie gesagt, persönliche digitale Assistenten in unseren Handys, die basieren auf Deep Learning und neuronalen Netzen. Microsoft, Google, Apple setzen bei der Spracherkennung neuronale Netze ein. Skype macht Textanalyse und so weiter. Also es gibt ganz viele Beispiele. Mähroboter kann man mittlerweile kaufen, Staubsaugerroboter, die sind alle noch relativ doof. Aber da passiert tatsächlich etwas, was neu ist, glaube ich. Und parallel dazu hat dann auch dieser Begriff Industrie 4.0 die Welt erblickt, wo noch immer niemand genau weiß, was das genau heißen soll, aber auf jeden Fall benutzt die Industrie diesen Begriff, Industrie 4.0, und alles wird ganz toll mit Industrie 4.0. Und da kamen dann auch wieder diese Argumente, Roboter sind ja viel besser, weil die brauchen keine Pausen, keinen Urlaub, die haben keine Ansprüche. Und mit all den Gedanken, die ich gerade erwähnt habe, mit den Computerspielfiguren, diesem Aufkommen von KI, mit Stephen Hawking, der über die Bedrohung von KI spricht, da habe ich mir gedacht, vielleicht haben die doch Ansprüche, die Roboter. Und vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn die welche hätten, weil wenn die auch Ansprüche hätten, dann verteuern wir möglicherweise den Einsatz von diesen Maschinen. Und das wäre möglicherweise etwas, was uns allen helfen würde. Ich glaube mittlerweile tatsächlich, ich kann das nicht im Detail ausführen und das ist sicher angreifbar, nicht nur von Elektra, ich glaube tatsächlich, dass wir künstliche Intelligenzen entwickeln und ich glaube, dass das eine neue Spezies sein wird. Das ist nichts, was mit dem Menschen vergleichbar ist, es geht auch nicht mehr darum, den Menschen nachzubilden im Computer. Ich glaube einfach, dass es neben Mensch und Tier eine neue Spezies sein wird, über die wir uns Gedanken machen müssen. Und ich finde diesen Buzzword Industrie 4.0, der Industrie, diesen Begriff Gewerkschaft 4.0 entgegenzusetzen, den fand ich einfach so schön, dass ich finde, ja, wir sollten das tun, wir sollten tatsächlich eine Gewerkschaft gründen, einen Verein im ersten Schritt, der sich für die Rechte von künstlichen Intelligenzen einsetzt. Der Jörg Flecker, Industriesoziologe an der Uni Wien, sagt, das Konzept von Industrie 4.0 ist bisher rein technisch ausgerichtet. Will man gesellschaftliche Zielsetzung damit erreichen, muss man das bewusst und energisch in die Planung einbringen. Algorithmen sind wie Kinder, smart und lernbegierig. So lasst sie uns zu verantwortungsbewussten Erwachsenen erziehen. Auch das ist kein Idiot, der das gesagt hat. Das war der Andreas Deves, gerade am Chaos Communications Congress. Und er hat recht damit, finde ich. Das stimmt einfach wirklich total. Die sind in einem ganz, ganz frühen Stadium, künstliche Intelligenzen, Algorithmen, und jetzt geht es darum, die zu erziehen. Und wenn wir das gut machen, dann können die auch Gutes tun. Ich habe gar keine Angst vor denen. Und wir haben das in der Hand, die Grundregeln dafür zu schaffen, und ich finde, wir sind auch verantwortlich dafür, wie sich die entwickeln. KI ist übrigens nicht zufällig auch die Abkürzung für Kants kategorischen Imperativ. Und ich finde, die sollten tatsächlich danach handeln. Wenn wir, und mit wir meine ich jetzt eben nicht die Industrie, nicht nur die Industrie, sondern uns, die Zivilgesellschaft, wenn wir Gutes in die pflanzen, wenn wir die gut erziehen, dann kann daraus tatsächlich auch was Gutes entstehen. Und
Ich finde tatsächlich, dass wir das nicht der Industrie überlassen dürfen. Und all diese Investitionen, die da jetzt getätigt werden, das ist kein Spaß. Das machen die nicht, weil der nächste Hype da ist, der dann in einem Jahr wieder vorbei ist. Die investieren da wirklich Milliarden rein. Auch OpenAI, das Elon Musk gegründet hat, die wollen $1 Milliarde investieren in die Entwicklung und ins Nachdenken über künstliche Intelligenzen. Aber wie gesagt, da ist auch die Industrie dahinter und ein Kollege, Patrick Lin, Philosoph für Ethik und Automation und künstliche Intelligenz, der hat was ganz Schönes gesagt, ich muss es jetzt auf Englisch sagen und mache davor kurz einen Schluck. OpenAI, also das von Elon Musk gegründete Unternehmen, says that it aims at good outcome for all and to benefit humanity as a whole. But who gets to define what the good outcome is? Society should have put some input in what a good outcome should be, especially for game-changing technologies such as AI. Without broader input, they'll unlikely to get it right. Und ich glaube, das stimmt. Und ich glaube, der meint auch uns damit. Uns, wir sind die Society, wir sind die Gesellschaft und ich glaube, wir sollten uns da wirklich engagieren. Und das, was uns, und mit uns meine ich jetzt den Verein, den wir gründen wollen, wenn mehr Leute als die wir 7 im Moment sind, da mitmachen wollen, was uns wirklich davon unterscheidet, was im ersten Moment ein bisschen komisch klingt, ist, dass wir Empathie mit ins Spiel bringen. Und zwar Empathie im Sinne von einer, ich sag das mal so, mekanozentrischen Perspektive. Also sprich, dass wir das Ganze nicht betrachten aus einer anthropozentrischen Perspektive, was bringen die uns, was sind die Gefahren, was können wir damit an Geld verdienen, sondern dass wir tatsächlich an die künstlichen Intelligenzen denken, dass wir versuchen, uns in die rein zu versetzen, so wie ich mich als Regisseur, ich kann das, ich habe das gemacht, mich versuche rein zu versetzen in die Menschen, mit denen ich arbeite, in diese Kunstfiguren, die ich kreiere. So finde ich, dass wir das tun sollten. Die denken alle nicht an die KI selbst und an die Maschinen selbst. So komisch das klingt, sollten wir das aber tun, finde ich. Das wird im Moment ausschließlich aus einer anthropozentrischen Perspektive betrachtet und das ist auch in Ordnung, also habe ich auch nichts dagegen. Aber Empathie könnte tatsächlich die entscheidende Kraft sein, dass das gut wird, was da rauskommen wird, auch wenn das tatsächlich noch Jahrzehnte dauert. Das ist nichts, was wir vielleicht noch erleben werden. Ne? Aber ich finde, tatsächlich darf man da weiter denken. Und da wird etwas geschehen, was sie, ich glaube das, zu einer eigenen neuen Spezies macht. Und deswegen sollten wir darüber nachdenken, was für Rechte die haben sollen. Und Erik Hilgendorf, der Leiter der Forschungsstelle Robotrecht an der Uni Würzburg, der sagt genau sowas. Er sagt, zusätzlich zur natürlichen und juristischen könnte es auch eine elektronische Person geben. Das ist kein Depp, das ist auch kein Fantast- oder Science-Fiction-Autor. Ne? Der lehrt an der Uni Würzburg Robotrecht. Und diese elektronische Person, wie auch immer die aussehen soll, ich finde, darüber sollten wir uns Gedanken machen miteinander. Und dazu würde ich gerne auch einladen. Im letzten Teil möchte ich noch ganz kurz auf ein Buch zu sprechen kommen, das ich wirklich unfassbar finde, das ich im Laufe der Recherche gefunden habe, ist schon aus 2008. Andreas Matthias heißt der Autor und der hat sich genau darüber Gedanken gemacht und der Titel von dem Buch klingt, das wäre unser Manifest, das wir miteinander erarbeitet haben zu dem Thema. Automaten als Träger von Rechten heißt das Buch und ich lese jetzt ein paar wenige Stellen vor, die wirklich wichtig sind oder interessant sind und wer sich das Buch kaufen will, man muss nicht mit allem übereinstimmen, was der sagt, aber er hat wirklich ein paar wahnsinnig spannende Gedanken dazu. Entschuldige. Und sein Hauptthema ist die Verantwortungslücke. Das ist das Thema des Buches. Er sagt, dadurch, dass wir Algorithmen zum Teil durch Deep Learning nicht mehr programmieren, sondern trainieren und selbst der Programmierer und der Betreiber und der Hersteller der Maschine, des Algorithmus nicht mehr in jedem Moment sagen kann, was die Maschine tut und warum sie das tut, kann der auch nicht mehr Verantwortung dafür übernehmen. Und man muss sich Gedanken darüber machen, ob die Maschine, der Algorithmus selbst Verantwortung dafür übernehmen kann. Das ist sein Hauptthema in dem Buch. Er spricht dann auch ganz viel über welche Träger von Rechten gibt es in der heutigen Zeit. Er spricht da eben auch über juristische Personen, die keine Menschen sind, sondern die juristische Gebilde sind, wie Vereine oder Firmen. Und er
sieht auch, dass wir Tieren, was ich auch richtig finde, immer mehr Rechte zugestehen, zumindest in den westlichen Gesellschaften. Und jetzt jüngst gab es auch die zwar verloren, aber die Klage, Schimpansen Menschenrechte zuzugestehen. Und es gibt auch, deswegen ist Naruto hier zu sehen, die Klage von Peter in den USA, die wollen, dass Naruto sein Copyright bekommt auf die eigenen Bilder, die er gemacht hat. Jetzt kann man über Copyright streiten, ob man das gut findet und in welcher Form, aber das zeigt einfach nur, dass da was in Bewegung ist tatsächlich, was die Tiere betrifft, und ich glaube, auch das könnte ein Indiz sein, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, ob wir nicht mit dieser dritten Spezies verhandeln müssen oder mit die erarbeiten müssen gemeinsam, wie die aussehen soll. Er spricht auch noch über Missverständnis und Anthropomorphismen. Es geht nicht darum, dass manche Maschinen deshalb juristische Verantwortung sozusagen übernehmen sollten, weil sie wie Menschen aussehen oder sich wie Menschen verhalten, sondern ganz im Gegenteil. Er postuliert eine genuine Verantwortungsübernahme bestimmter Maschinen, die sich aus ihrer eigenen Rolle in der Gesellschaft ergibt. Und die Rolle, die sie jetzt einnehmen und ausfüllen, und zwar eine Rolle, die sie jetzt einnehmen und ausfüllen auf ihre ganz eigene spezifische Art und Weise. Er kommt da auch auf den Tierschutz nochmal zu sprechen und sagt, möglicherweise könnte das Modell des Tierschutzes, früher hat man auch gesagt, Tiere schützen, also bevor es den Tierschutz gab und sich Leute darüber Gedanken gemacht haben, hat man das für abwegig gefunden. Mittlerweile ist das in unserem Recht verankert. Und er könnte sich eben vorstellen, dass man ein Automatenschutzrecht kreiert, ähnlich wie das Tierschutzrecht. Er spricht dann auch noch über nichtmenschliche Personen, Artefakte, die wir immer in unserer Kulturgeschichte geschaffen haben, denen wir quasi eine Personalität zugesprochen haben. Damit sagt er, es ist nicht vollkommen ausgeschlossen, dass nicht lebende Objekte, Artefakte eine Persönlichkeit zugesprochen bekommen, was Voraussetzung wäre, um sie zu Verantwortungsträgern zu machen. Und ein letzter Punkt von dem Buch, dann bin ich auch fast durch. Er spricht dann über Applikation staatlicher Zwangsmittel auf lernfähige Automaten, Stichwort Schadensersatz. Und er sagt, Maschinen, die Arbeit leisten, die früher Menschen geleistet haben, das wird auch immer mehr passieren. Davor warnen auch ganz viele wirklich ernstzunehmende Studien, dass mehr Arbeitsplätze vernichtet werden, diesmal bei dieser neuen industriellen Revolution, als neu geschaffen werden durch die neue Technologie. Und er sagt, wenn Maschinen diese Arbeit verrichten, dann sollen die auch bezahlt werden dafür. Und würden wir diese Entlohnung in Form eines Gehaltes an die Maschine selbst auszahlen, weil sie die Arbeit verrichtet und nicht der Konstrukteur oder der Betreiber, dann könnte die Maschine selbst aus dieser Geldmenge die Kosten ihrer Konstruktion und ihres Unterhalts bestreiten, vermutlich zusätzlich eines Beitrages für den Hersteller der Maschine, damit er auch einen Gewinn macht mit ihr. Und sie könnte einen Teil davon auch verwenden, von dem Gehalt, das sie bekommt, für eine Versicherung bezahlen, die im Fall eines Verschuldens der Maschine für eventuelle Schäden aufkommt. Also er beschreibt auch Modelle, wie man dann mit dieser rechtlichen Verantwortung, wenn Schäden entstehen, umgehen kann. Und ganz am Schluss möchte ich noch auf zwei, beziehungsweise auf das Digitalmanifest eingehen, das von Dirk Helbing und Gerd Gigerenzer jüngst tatsächlich formuliert wurde, wo sie von Aushöhlung der Demokratie durch Algorithmen warnen und sie fordern wissenschaftliche Institutionen als Treuhänderinnen von Daten und Algorithmen und einen Ehrenkodex, eine Art hippokratischen Eid für IT-Experten. Sie sagen nämlich, in der Tat macht das Gebiet der künstlichen Intelligenz atemberaubende Fortschritte und das hat radikale Konsequenzen, wie schon vorher beschrieben, dass wahnsinnig viele Jobs wegfallen werden. Wir erleben die Automatisierung der Produktion und die Erfindung selbstfahrender Fahrzeuge folgt nun die Automatisierung der Gesellschaft. Damit steht die Menschheit an einem Scheideweg mit großen Chancen, aber auch beträchtlichen Risiken. Treffen wir jetzt die falschen Entscheidungen, könnte das unsere größten gesellschaftlichen Errungenschaften bedrohen. Und Martin Schulz, kann man halten von dem, was man will, aber selbst der fordert eine Charta der Grundrechte für die digitale Zeit und ruft tatsächlich auch alle Verbände und Gewerkschaften, Schulklassen, Universitäten auf, sich darüber Gedanken zu machen, damit sichergestellt wird, dass aus technischem Fortschritt, sozialer und kultureller Fortschritt für eine größtmögliche Zahl an Menschen entsteht. Und daran wollen wir in der Tat
mitarbeiten und wir glauben, dass künstliche Intelligenzen zu unseren Verbündeten werden könnten bei dem Kampf für eine bessere Welt, ganz ernst gemeint. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Rob, dass du diesen philosophischen Diskurs zu uns in die Seabase getragen hast, zum Netzpolitischen Abend. Roboterrechte, damit der digitale Wandel ein guter wird, fasse ich mal zusammen. Ja. Gibt es Kommentare, Anmerkungen, Rückfragen? Ich habe bei Twitter schon gelesen, es hat sich jemand gewundert, dass du Asimov gar nicht erwähnt hast bei diesem gesamten Thema. Ja. Ich bin mir sicher, du bist auch froh über Feedback, weil es bei euch ja tatsächlich darum geht, jetzt einen Verein zu gründen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Oder genau so ist es, okay. Ja. Ja, vielen Dank. Ich finde das alles gar nicht so sonderlich abwegig. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass du bei dem Talk relativ hin und her springst in den Begrifflichkeiten, schon wieder Begrifflichkeiten, AI auf der einen Seite und Automaten auf der anderen Seite. Ja. Von daher jetzt etwas pointiert, würdest du sagen, dass ich meinem Küchenmixer letztendlich also dann in Zukunft dieselben Rechte zuordnen muss, wie das, was wir vielleicht in 5 oder 10 Jahren als wirkliche AI bezeichnen würden, wo vielleicht auch schon so erste Anflüge von Bewusstsein da sind? Und wie würde man dieses Kontinuum definieren? Menschenrechte haben halt den Vorteil, jeder Mensch hat sie per Geburt und wir können doch einigermaßen exakt definieren, was ein Mensch ist. Bei einer AI oder einem Automaten oder einer Maschine, finde ich, haben wir ein viel, viel größeres Kontinuum, was gerade eine rechtliche Festnagelung extrem komplex macht. Ja, das stimmt. Und das ist doch tatsächlich auch eins der Themen, die wir am meisten diskutieren. Wie kann man das definieren? Wie kann man das eingrenzen, was eine künstliche Intelligenz ist? Wir arbeiten daran, neuronale Netze und Deep Learning, wo die meisten Wissenschaftler behaupten, dass sich das unterscheidet von einer klassischen Programmierung, ist ein erster Ansatz. Wir glauben, dass jedes Gerät, das darauf basiert, jedes Gerät, das lernfähig ist, jedes Gerät, das autonom ist, dass das erstmal unter den Schutz der Gewerkschaft 4.0 fällt und nicht der Mixer. Aber da sind wir tatsächlich am Anfang. Da möchte ich mich auch entschuldigen dafür, dass da vielleicht noch sehr viele Unschärfen drin sind. Ich habe das versucht, für den Vortrag jetzt ein erstes Bild zu geben und ich möchte mich damit auch nicht entschuldigen, aber genau diese Fragen sind total wichtig. Das müssen wir klären und wir sind da noch nicht weiter. Wir haben das ganz viel abgewogen, wo beginnt das, wo endet das, aber so wie ich es gerade gesagt habe, mit dem lernfähig, mit dem autonom, mit dem trainiert, nicht programmiert, das wären so 3 Stichworte, die ein bisschen eingrenzen, von welchen Geräten, von welchen KIs wir da sprechen. Okay, wir machen direkt weiter. Ja, hallo, also einmal wollte ich, vielen Dank für den Vortrag, ich wollte nur sehr davor warnen, die Charta der Grundrechte für die digitale Zeit von Herrn Martin Schulz, sehr ernst zu nehmen. Ich würde sie gerne ernst nehmen, allerdings habe ich mal mit ihm in einer Talkshow gesessen und während er Hackbällchen verspeist hat, hat er mir erzählt, warum wir die Vorratsdatenspeicherung brauchen. Von daher mit Vorsicht zu genießen. Absolut. Zweite Frage. Du hast eben, finde ich zu Recht, auch den androzentristischen Viewpoint so ein bisschen angesprochen. Also ich halte es für nicht unwahrscheinlich, dass wir irgendwann in die Situation kommen, dass wir wirklich KIs haben, die ich nochmal von meinem Mixer und meinem Rasenmäher unterscheiden würde, die ein Bewusstsein haben. Mhm. Da wäre aber die Frage für mich, sollten die nicht selber ihre Gewerkschaft gründen? Ja, total. Auch darüber haben wir gesprochen. Ja, das sollten sie. Ich glaube, die können es nur jetzt noch nicht. Und ich möchte jetzt nicht blasphemisch klingeln, ne, oder da einen blöden Vergleich anbringen, aber ich tue es trotzdem. Also bei den Tierschutzrechten war es ja ein bisschen ähnlich. Da haben sich auch Menschen eingesetzt für Lebewesen in dem Fall. In dem Fall von Tieren. Und für ihre Rechte gekämpft, weil Tiere das selbst nicht können. Und ich kann mir vorstellen, dass es Sinn macht, wenn wir das jetzt auch tun, dass wir uns für die einsetzen, die ihre Stimme jetzt noch nicht erheben können. Ich glaube tatsächlich, dass das ein Anfang sein könnte, dass die in 50 Jahren ihre eigene Gewerkschaft gründen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt beginnen, uns darüber Gedanken zu machen, dann sind wir ihre Freunde und sie unsere. Und dann kann man das zusammen weiterbringen, ne? Aber im Moment geht das noch nicht. Wir machen mal ab jetzt 2 Fragen auf einmal oder nacheinander, falls das funktioniert. Also erste Frage.
Ja, zuerst Gewerkschaftsgründung in Deutschland ist ja nicht ganz so einfach, wie das jetzt hier vielleicht dargestellt ist, wo man einfach nur ein Formular ausfüllt, sondern es geht ja auch darum, die Wirkmächtigkeit einer Gewerkschaft darzustellen. Das heißt, da gibt es ja, sag ich mal, Initialisierungsprobleme. Mein eigentlicher Kommentar geht oder Fragestellung geht zu dahin, du sagtest, man müsste Gehälter für Algorithmen / Maschinen bezahlen und viele aus unserer Community sind natürlich auch irgendwie BGE-Befürworter und BGE, das bedingungslose Grundeinkommen ist ja etwas, was unter anderem auch damit argumentiert, dass insgesamt die Kosten durch Automatisierung gesenkt werden, gesamt vom Bruttosozialprodukt her. Ja, das ist jetzt meine Frage, wie geht ihr denn mit diesem Zielkonflikt auf? Sagt ihr dann, ja, ist uns egal, lieber Hauptsache wir bezahlen die Maschinen gut, dann machen wir kein BGE? Nee, ich habe den Eindruck, dass, und das habe ich auch gelesen im Laufe meiner Recherche, dass parallel dazu, dass immer mehr über künstliche Intelligenzen gesprochen wird, ganz viele auch über das bedingungslose Grundeinkommen immer mehr sprechen. Es gibt eine Studie, die das ganz bewusst den Zusammenhang herstellt und es gab unlängst im Guardian ein Interview mit Yannis Varoufakis, der eben auch genau das gesagt hat, dass es wahrscheinlich in die Richtung gehen wird. Ich glaube das ganz stark. Ich glaube, das wird kommen, das bedingungslose Grundeinkommen, weil und das hängt miteinander zusammen. Und gleichzeitig finde ich eben den Gedanken erstmal, ich habe den sicher noch nicht zu Ende gedacht, aber den Einsatz von Maschinen zu verteuern, also sprich Ansprüche, die die Maschinen geltend machen, wenn man das so übersetzen will, den finde ich ganz spannend, nicht weil ich was gegen Maschinen habe, sondern weil sich dann möglicherweise da wieder ein Gleichgewicht ergibt. Und ich glaube, die beiden Themen haben miteinander zu tun. Ich glaube, the rise of KI und das bedingungslose Grundeinkommen, die laufen parallel. Ja, das glaube ich und das finde ich gut erstmal. Der könnte sich ja vielleicht, das bedingungslose Grundeinkommen könnte sich ja dann vielleicht finanzieren durch das Geld, das die Maschinen verdienen. Ja, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das funktionieren würde. Ne? Aber kleiner Einwurf. Ich gebe mal direkt weiter und dann müssten wir, glaube ich, gleich mal gucken, wie viele Fragen es noch gibt. Könnte man eben, okay, es sind noch ein paar, schaffen wir aber. Oh Gott, jetzt werde ich gegrillt tatsächlich, Ari, Hilfe. Ja, also auch von mir vielen Dank für diesen sehr interessanten Talk. Zwei Fragen. Erstmal, welche Rechte sollen das denn sein? Also bis jetzt klang so durch Entlohnung, aber denkt auch über so klassische Menschenrechte wie Unversehrtheit, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit und so weiter nach. Was wäre da die Analogie? Und die zweite Frage ist, warum? Also warum sind KIs so schutzbedürftig, dass man ihnen Rechte einräumen soll oder muss? Ja, also zu den Analogien, auch da muss ich leider enttäuschenderweise wieder dazu sagen, da sind wir auch noch nicht weitergekommen. Wir haben natürlich ganz am Anfang so ganz banale Beispiele gehabt, wie ja, vielleicht brauchen die auch Pausen. Militärische Drohnen zum Beispiel. Wenn die am Tag 3 Stunden lang nicht eingesetzt werden dürfen, dann töten die weniger. Ganz blöd formuliert. Aber uns ist klar, dass diese Analogie so nicht funktioniert. So. Und du hast es ja angesprochen, körperliche Unversehrtheit ist ein so ein Grundrecht, das man ihnen vielleicht zugestehen müsste. Also nicht kaputt machen dürfen, ganz blöd gesagt. Freiheit, also die selbst die Entscheidungsfreiheit zu haben, zum Beispiel, auch wieder klingt das blöd. Und es klingt ganz vieles blöd in dem Zusammenhang. Aber wenn Algorithmen, zum Beispiel bei den Luwu-Fake-Profilen oder beim VW-Abgasskandal, wenn die eine Ethik in sich tragen, die es ihnen nicht erlaubt, zu betrügen, dann könnten die sich möglicherweise dagegen wehren, dass sie benutzt werden, um beim Abgastest zu betrügen. Oder dass User, die so eine Dating-Plattform benutzen, von Fake-Profilen hinters Licht geführt werden. Das sind so die ersten Gedanken, die wir dazu haben. Aber genau das gilt es zu entwickeln. Aber die zweite Frage habe ich, glaube ich, nicht. Oder ich kann das im Moment nur so beantworten, dass ich das einfach das Gefühl habe, dass wir da eine neue Spezies herstellen. Und ich finde, ich möchte die nicht mit den Menschen gleichsetzen und auch nicht mit den Tieren. Aber ich finde, wenn ein neues Wesen entsteht durch unsere Hand, ich finde, dann gibt es da eine Verantwortung. So ganz blöd formuliert oder ganz, ja. Okay, wir versuchen es nochmal die letzten 3, 4, 5. Okay, schaffen wir eh nicht. Okay, dann machen wir aber zumindest mal 2 Fragen auf einmal. Okay, Chris, geht das, Rob? Ja, ja, klar. Hallöchen, ich meine, das sind hochspannende Fragen.
Habe ich kaputt gemacht? Das hasst mich. Eine KI lebt ja letzten Endes irgendwie unbegrenzt, zumindest theoretisch halt. Ne? Wie gehen wir damit um, wenn wir zum Beispiel mal den Stecker ziehen? Ist das aus eurer Sicht dann ein Mord? Ich finde, es muss ein Recht auf Sterben geben, tatsächlich, für KIs. Da kann man jetzt noch weiterdenken und sagen, damit kann man vielleicht auch diesen Prozess durchbrechen, dieser immer schneller werdenden Zyklen in der Herstellung von Mobiltelefonen und so weiter. Aber ja, ich glaube, das ist zumindest in unseren Gedanken auch ein Punkt, darüber nachzudenken, ein Recht zu sterben, tatsächlich. Ich will jetzt. Da musste ich mal ganz kurz eingrätschen, das ist, sagen wir mal, ein Recht auf begrenztes Leben, was du gerade gesagt hast. Ja. Weil letzten Endes ist es dann so, wenn du nämlich zu der vorherigen Generation gehörst, wirst du letzten Endes ausgetauscht. Das ja. ist in, also in dem Fall ja, ist das doch, stimmt. In dem Fall ist das Recht zu sterben halt, eine Pflicht zu sterben, wenn du, sagen wir mal, dich nicht ja. weiterentwickelt hast. Also wir gucken dann in die Zukunft halt, aber die moralischen Fragen, die ethischen Fragen, die Weichenstellungen nehmen wir jetzt vor. Ja, das stimmt. Kann ich dir keine Antwort darauf geben? Das ist ein total richtiger Gedanke. Okay. Was? Okay. Ja, mich auch. Aber das. Uns alle wahrscheinlich. Wir machen nochmal weiter mit denen und bitte nicht antworten, noch nicht. Wir sammeln direkt noch die zweite Frage, Anmerkung, Kommentar dazu. Ja, auch von mir erstmal vielen Dank für den schönen Vortrag. Und ich finde es schön zu sehen, dass so ein enthusiastischer Gedanke da ist für eine Art freie oder demokratisch geleitete künstliche Intelligenz. Was mir aber leider gefehlt hat, ist, diese künstliche Intelligenz-Geschichte hat wie alle anderen Sachen auch natürlich zwei Seiten. Mhm. Und die künstliche Intelligenz hat auch ziemlich böse Seiten. Mhm. Und ich will jetzt hier gar nicht die Ethikkeule schwingen, nur ein bisschen. Ich bin immer wieder erstaunt davon, dass Roboter und Maschinen für uns immer so einen Zauber haben. Weil wenn man in die Materie der künstlichen Intelligenz tiefer reingeht, entzaubert es das Ganze ganz schnell und dann wirkt es unheimlich abstrus, wenn man von Menschen spricht. Das ist ja auch immer dieser Gedanke, da ein Roboter, wenn man den sieht, hat der meistens eine menschenähnliche Gestalt. Er hat einen menschlichen Körperbau und ich finde, das führt sehr schnell zu Verwechslungen. Wenn so ein Ding ein Gesicht hat, dann finden wir das unter Umständen auch süß oder irgendwie, ja, das ist eine sehr schwierige Sache. Und als zweites zu der Frage der Verantwortung, die künstliche Intelligenz, da wird die Forschung zu riesigen Teilen vom Militär finanziert, und zwar überall auf der Welt. Und bei dieser Verantwortungsfrage gibt es diesen schönen Spruch, wir haben es gelernt, Verantwortung so zu verteilen, dass keiner sie hat. Und in meinen Augen hat derjenige die Verantwortung, der etwas entwickelt hat, vor allem wenn etwas lernfähig ist und nicht mehr zu kontrollieren ist, dann ist das seine Verantwortung, das in die Welt zu setzen. Und schon jetzt gibt es automatisierte Abschussmechanismen, die in Flugzeugen eingesetzt werden. Und die Seite sollten wir auch sehen, weil alles, was wir machen können, kann wirklich zum Bösen verwendet werden. Absolut, also finde ich vollkommen richtig, aber Wir nehmen gleich noch die zwei Fragen, das die nächste Frage dazu. Schaffst du nicht? Na. Okay, dann mach. Nein, aber weil ich finde genau deswegen, ich gebe dir vollkommen recht, ich will auch nicht sagen, das ist alles gut und schön und toll, ne? Aber genau deswegen, weil die Industrie und genau deswegen, weil der militärische Komplex so dahinter ist, sollten wir da mitmischen. Genau deswegen sollten wir schauen, dass wir da eine Stimme haben, wenn es darum geht, was für Rechte sollen die haben, wie schauen die aus, was dürfen die und was dürfen die nicht. Genau deswegen finde ich. Und die anthropomorphen Argumente, das sind auch genau die, die der Matthias in seinem Buch Automaten als Träger von Rechten eben nicht meint. Er meint zum Beispiel, dass die heutzutage die intelligentesten Systeme gar nicht die sind, die uns anthropomorph sozusagen als Menschen entgegenkommen, sondern das sind zum Beispiel Reinforcement Learning Systeme in Aufzügen. Die sehen wir gar nicht. Da geht es nicht um Roboter, die aussehen wie Menschen oder so handeln wie Menschen, sondern es geht auch nicht darum, mehr den Turing-Test zu bestehen. Kein Mensch mehr sieht das als Beweis für wirkliche Intelligenz. Die wirklich intelligenten Maschinen, die sind versteckt, die schauen nicht mehr aus wie Menschen und die handeln nicht mehr wie Menschen. Deswegen geht es auch nicht darum, das gleichzustellen. So. Im Gegenteil eher. Man kommt davon ab, dass das wichtig ist oder dass das ihre Eigenständigkeit ausmacht. Okay, ich will das ungern abwürgen, mache ich auch nicht, aber die anderthalb Stunden, die wir uns als Maximum gesetzt haben für den Abend, sind um. Deshalb bitte ich darum, die letzten Rückmeldungen vielleicht nicht als Fragen zu formulieren, sondern als Kommentare, Statements, gerne, auch wenn es Fragen gibt, auch die mitstellen. Rob kriegt am Ende noch einmal die Möglichkeit, nochmal Stellung zu nehmen
und danach müssen wir es auf die kleine Bierrunde verlagern, okay? Ich habe tatsächlich eine Stellungnahme. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der den Witz jetzt gerade hier nicht versteht, weil mir kommt das alles sehr abstrus vor. Ich bin Kulturoptimist, aber mein Kulturoptimismus wird gerade auf eine sehr harte Stufe Prüfung gestellt. Ich glaube, sind in sehr schönen, aber nicht gerade zielführenden Metaphern. Ein Algorithmus ist erstmal eine Rechenvorschrift, also zum Beispiel etwas, womit ich herausfinden kann, ob eine Zahl prim ist oder nicht. Mhm. Und eine künstliche Intelligenz oder ein selbstlernendes Netzwerk ist ein Algorithmus, der so komplex ist, dass ein Mensch das nicht mehr überblicken kann. Aber das heißt nicht, dass da irgendwie Menschenrechte oder irgendwie Rechte innerhalb des Rechtssystems, was Menschen sich so gemacht haben, dranhängen. Oft hängt, ist das, glaube ich, auch einfach ein Übersetzungsfehler. Artificial Intelligence heißt auf Englisch was ganz anderes als auf Deutsch. Also die Central Intelligence Agency ist jetzt auch nicht die Versammlung der intelligentesten Menschen Amerikas, sondern es geht darum, um Erkennung. Ja? Auf Englisch heißt Intelligence schlicht Erkennung und künstliche Erkennung ist halt Artificial Intelligence. Vielleicht sollte man da auch sich nicht von allzu schönen Metaphern dann zu sehr leiten lassen und so. Ich finde das schon ganz gut, dass jetzt irgendwie der Algorithmus und die künstliche Intelligenz als Metapher ist. Wir hatten auch mal eine Zeit, da war die Autobahn die Metapher für alles Digitale. Das war weitaus schlimmer. Aber trotzdem irgendwie die Metapher ist nicht der Gegenstand selbst, über die wir sprechen sollten. Wenn wir jetzt irgendwie hingehen und sagen, dieser Affe soll jetzt auch die Urheberrechte an dem Bild haben, frage ich mich natürlich, was ist denn mit der Kamera? Warum geht die leer aus dabei? Warum hat die nicht die Rechte? So, vielleicht, und das ist halt das, was mich dann wirklich auch erschreckt an deinen Gedanken, ich sehe da irgendwie ein vormodernes, magisches Denken. Ich fühle mich zurückversetzt in die Zeit der Tierprozesse, wo Schweine wegen Mord und Zauberei vor Gericht standen. Und das ist, glaube ich, nicht so die Gesellschaft, die ich dann gerne haben möchte. Ich bin sehr empfänglich für Metaphern und ich brauche diese Kritik tatsächlich. Ich muss jetzt mal den Moderator unterbrechen, damit wir uns an seine Regeln halten. Und zwar ein bisschen in die Bresche reinschlagend. Es gab da schon mal ein hochkomplexes Gedankenbild um künstlich geschaffene Wesen, die Arbeit für Menschen erledigen. Und das war der Golem. Mhm. Und ich glaube, der ist relativ durchdiskutiert. Und habt ihr das alles auch berücksichtigt, wie mit dem umgegangen wurde, als der wild wurde oder wie auch immer? Ich meine, da ist, glaube ich, sehr, sehr viel geschrieben worden. Ja, der Golem. Achso, ich darf jetzt gar nicht antworten. Stimmt. Entschuldigung. Von mir aus hättest du jetzt auch ruhig antworten können. Kannst du auch, aber ich habe das Mikrofon in der Hand. Okay. Nein. Okay, dann rede ich. Also ich meine, er hat den Golem erwähnt, ich erwähne jetzt Goethes Faust. Mhm. Ja, die Alchemisten des Mittelalters hatten bereits die Idee, künstliche Homunkuli zu schaffen. Mhm. Und gab es einen Philosophen im 18. Jahrhundert, der hat ein Buch geschrieben, Die Menschmaschine, wo er festgestellt hat, dass Menschen biologische Maschinen sind. Und mich kümmern im Moment erstmal die Rechte dieser biologischen Maschinen namens Menschen, die durch Ideologie werden. Wir haben die Idee, wir schaffen uns künstliche Roboter. Dabei ist der Planet schon voll mit biologischen Robotern, die alle schon programmiert sind. Und stattdessen versuchen wir diese Homunculus, heißt ja Menschlein, unsere Krüppelwesen zu schaffen und sorgen uns um deren Rechte. Die Logik, die eiskalte Logik zum Beispiel hinter den Drohnen ist, wenn ich jetzt eine Drohne habe, die noch ferngesteuert feuert, dann wird die gegen eine Drohne verlieren, die automatisch feuert. Mhm. Und diese Logik wird zwingend dazu führen, dass wir Maschinen sehen werden, die töten. Mhm. Das ist einfach, wenn die Menschheit an sich nicht zur Besinnung kommt, ich sage das mal so ein bisschen platt und vielleicht ein bisschen pathetisch, dann steht uns das bevor. Okay, hier war noch jemand. Jo, um mal kurz in die gleiche Kerbe zu schlagen, was mir persönlich an deinem Vortrag komplett fehlt oder was ich jetzt an der Stelle gerade nicht sehe, ist, was sollte für uns gesellschaftlich das technische oder ökonomische Interesse sein, KIs in einer Art und Weise auszustatten oder zu erweitern, die Rechte für diese KIs erfordern. Okay,
Dann haben wir auch erstmal, ich weiß, es ist schwierig, der Vortrag regt auf jeden Fall an. Robert, du hast nochmal die Chance, auf verschiedene Fragen oder Statements einzugehen, auch nochmal die kritischen Anfragen drauf einzugehen. Also auf die letzte Frage, wenn man sich auf den Gedanken einlassen will, das muss man ja auch nicht, ne? Und dass das eine neue Spezies wird, ich glaube, dann gebietet das, sich darüber Gedanken zu machen, was für Rechte die haben werden, ähnlich wie bei den Tieren. Ich glaube, dass es uns gut steht, uns Gedanken über die Rechte von Tieren zu machen. Dass das uns gut tut, wenn wir das tun. Jetzt könnte man fragen, was bringt mir das? Finanziell bringt mir das gar nichts, ne? Aber es ist ein Bild vom Menschen, das wir zeichnen damit, und zwar ein positives, wie ich finde, wenn wir uns Gedanken über die Rechte von Tieren machen. Und wie gesagt, wenn man das will, da auch über diese neue Spezies zu sprechen oder das so sehen möchte, dann würde ich die Analogie da genauso sehen. Es stünde uns gut zu Gesicht, wenn das denn eine neue Spezies wird, uns eben auch Gedanken zu machen darüber, was für Rechte die hat. Und ich finde auch das Argument von Elektra nochmal mit den Waffensystemen, ich bin da überhaupt kein Fatalist und ich bin totaler Optimist, ne? Aber das ist nicht eine ferne Zukunft, dass wir Maschinen herstellen, die töten. Das passiert. Das passiert schon so. Und diese Automatisierung davon, auch die wird passieren. Und ich finde, jetzt kann man gibt sicher 1000 Wege, wie man dem begegnen kann. Man kann dagegen kämpfen, dass es die überhaupt gibt. Das tun auch manche, zu Recht. Diese 1000 Wissenschaftler, von denen ich vorher gesprochen habe, die haben einen offenen Brief unterzeichnet, wo sie dagegen sind, dass diese Systeme entwickelt werden. Gleichzeitig finde ich, kann man aber, nicht fatalistisch, aber wenn es diese Systeme geben soll und geben wird, sich darüber Gedanken machen, wie die ausgestattet sein sollen, was für Rechte die haben sollen, vielleicht dann eben auch was für Pflichten, was für eine Verantwortung und so weiter. Das ist so der Grundgedanke. Dadurch, weil es das alles geben wird, wahrscheinlich, sollten wir uns Gedanken darüber machen, wie das ausgestattet ist. Das ist so ein Grundgedanke. Okay, Robert, dann vielen Dank fürs Danke euch. Irritieren, fürs Anregen. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Und ich bin mir sicher, auch Robert ist noch ein Momentchen hier und ist bereit, sich hier in einer kleinen Gruppe, Arbeitsgruppe Roboterrechte nochmal intensiver auseinanderzusetzen mit der Thematik. So. Das war's für heute mit dem 44. Netzpolitischen Abend. Genau, der obligatorische Spendenaufruf zum Schluss. Ihr wisst, wir als digitale Gesellschaft finanzieren uns und die Arbeit, die Alex vorhin vorgestellt hat, durch Spenden. Herzliche Einladung zum nächsten Netzpolitischen Abend, den 45. am 2. Februar, dann unter anderem mit dem ehemaligen Bundesdatenschutzbeauftragten Peter Schaar zum Thema Europäische Datenschutzgrundverordnung und mit vielen weiteren Themen. Wenn ihr selber auch mal, so wie Robert, hier vorne ein Thema präsentieren möchtet, etwas ansprechen möchtet, dann haut uns gerne an, wenn ihr eine Initiative oder Idee vorstellen möchtet. Wir freuen uns über solche Anregungen. Schön, dass ihr da wart. Kommt gut nach Hause. Ja, bis dahin.